Herzlich willkommen bei dieser hypnotischen Trance, die Ihnen dabei helfen wird, Ihr Selbstvertrauen zu stärken und sich mehr und mehr wohl in sich selbst zu fühlen. Hören Sie diese CD bitte nicht, während Sie Auto fahren oder wenn Sie sich auf etwas anderes konzentrieren müssen. Hören Sie sie bitte nur dann, wenn Sie sich vollkommen entspannen können. Wenn Sie diese CD auf einer Stereoanlage abspielen, sollten Sie diese Worte aus dem rechten Lautsprecher hören und diese jetzt aus dem linken. Um von diesem Programm am besten profitieren zu können, sollten Sie an einem Ort sitzen oder liegen, wo Sie völlig ungestört sind. Schließen Sie ruhig Ihre Augen. Es hilft Ihnen, sich noch besser zu entspannen. Diese entspannende Technik der Gedankenprogrammierung ist nicht das gleiche wie Schlafen. Sie bleiben sich Ihrer selbst stets bewusst. Sie können alles hören, was ich sage, und verlieren nicht die Kontrolle über sich selbst. Aber Sie werden Veränderungen bemerken. Es ist, als ob Sie einen Tagtraum genießen. Alles, was Sie tun müssen, ist, sich zu entspannen und sich von den Worten und Klängen forttragen zu lassen. Es kann sein, dass Sie sich hinterher nicht mehr genau an jedes einzelne Wort erinnern werden, da Ihnen einfach alles mehr und mehr gleichgültig wird, während Sie meiner Stimme zuhören. Machen Sie es sich jetzt einfach ganz bequem. Wann immer Sie den Wunsch verspüren, Ihre Augen zu schließen, tun Sie es ruhig. Konzentrieren Sie sich jetzt bitte auf Ihre Atmung. Wenn Sie den Wunsch verspüren, mit dem Programm aufzuhören, können Sie Ihre Augen wieder öffnen und sind sofort wieder wach und leistungsfähig. Im Moment dürfen Sie sich aber ganz entspannt gehen lassen. Sie hören diese CD, weil Sie sich bewusst dazu entschieden haben. Während Sie meinen Worten folgen, werden Sie sich gewisser Gefühle stärker bewusst werden. Sie können es sich selbst erlauben, ganz tief zu entspannen. Und während dabei Ihr Selbstvertrauen wächst und wächst, spüren Sie, dass Sie Ihr eigenes Leben immer stärker nach Ihren persönlichen Vorstellungen gestalten können. Wenn Sie diese CD zu Ende gehört haben, werden Sie erfrischt und voller Tatkraft erwachen, mit einem Gefühl der inneren Ruhe und Gelassenheit. Und nun achten Sie einfach auf Ihre Atmung. Dieses sanfte, gleichmäßige Heben und Senken, das von ganz allein geschieht. Während Sie sich auf Ihre Atmung konzentrieren, begleitet Sie meine Stimme auf Ihrem Weg in die Entspannung. Sie brauchen sich jetzt um gar nichts mehr zu kümmern und können sich einfach gehen lassen. Sie spüren Ihren Herzschlag und das Pulsieren des Blutes in Ihrem Körper. Lassen Sie sich tiefer und immer tiefer in sich selbst versinken und spüren Sie, wie Ihr Körper kraftvoll und zuverlässig arbeitet. Mit dem bewussten Teil Ihres Verstandes beginnen Sie nun rückwärts zu zählen, beginnend mit 300. 300, 299, 298, 297, 296. Genau so ist es richtig.
Es macht gar nichts, wenn sie ein wenig die Orientierung verlieren, ein paar Zahlen auslassen oder vergessen. Machen Sie einfach dort weiter, wo Sie glauben, gewesen zu sein. Und Sie spüren, dass Sie es gar nicht richtig bemerken, dass Sie beginnen, langsamer zu zählen. Nur manchmal vielleicht, für einen kurzen Moment, und dann sinken Sie sofort immer tiefer in diese entspannende Ruhe. Solange der Teil Ihres Bewusstseins aktiv ist, der für das Zählen zuständig ist, zählt er auch richtig. Wenn er das nicht tut, weil Sie ein bisschen müde sind, ist das völlig in Ordnung. Sie müssen gar nicht ganz genau zuhören. Ihr Unbewusstes nimmt alles, was wichtig ist, von ganz alleine wahr. Ich möchte, dass Sie jetzt herausfinden, wo Sie sich in Ihrem Körper am wohlsten fühlen, am tiefsten entspannt. Lassen Sie sich dabei immer tiefer hineingleiten in diesen schönen Zustand der Wärme und der Ruhe. Mit jedem Ausatmen lassen Sie jetzt Ihre Schultern ein wenig tiefer sinken, bis Sie sich ganz entspannt fühlen. Nachdem Ihre Schultern jetzt ganz gelöst sind, spüren Sie nun, wie sich das Gefühl der Wärme und der Behaglichkeit in Ihrem ganzen Körper ausbreitet. Lassen Sie es in Ihre Beine hineingleiten. Fühlen Sie, wie Sie immer mehr entspannen, und lassen Sie das Gefühl der Wärme und Behaglichkeit jetzt bis in Ihre Füße strömen. Sie können meine Stimme hören, und es ist Ihnen bewusst, dass Sie meine Worte hören können. Und Sie spüren, wie sich Ihr Körper entspannt, und Sie spüren, dass sich Ihr Verstand entspannen kann und bereit ist, jene meiner Suggestionen anzunehmen, die für Sie am hilfreichsten sind. Ihre Atmung funktioniert ganz automatisch. Sie spüren, wie Ihre Gedanken von ganz alleine kommen und gehen. Ihre Erfahrungen, Ihr Verstand, Ihr Bewusstsein, alles löst sich, alles verlangsamt sich. Meine Stimme kann Sie beruhigen, kann Sie ermutigen, kann Sie vollkommen entspannen. Manche Menschen mögen es, sich im entspannen Sie die Muskeln um Ihre Augen herum noch ein bisschen mehr und entspannen Sie Ihren Unterkiefer. Blauen Himmel, lockern Sie die Muskeln in Ihrem Nacken und lassen Sie Ihre Schultern fallen. In der Ferne, mit jedem Ausatmen, lassen Sie sie ein wenig tiefer sinken, bis sich alle Spannung gelöst hat. So beruhigend. Ihre alten, unbewussten Gedanken und Verhaltensmuster erfüllten für Sie bestimmte Funktionen. Aber es gibt andere Möglichkeiten, all Ihre positiven Ziele zu erreichen, ohne den alten Mustern zu folgen. Und ich möchte, dass der kreative Teil Ihres Verstandes jetzt neue Wege sucht, um all Ihre positiven Ziele zu erreichen, ohne diese alten Muster zu wiederholen. Es ist ganz gleichgültig, ob Sie eine Vorstellung davon haben, wie diese neuen Wege aussehen.
Sie wissen aber ganz genau, dass es möglich ist, sie zu finden. Und ich möchte, dass ihr Unbewusstes jetzt damit beginnt, diese neuen Möglichkeiten und Strategien in ihr Denken und Handeln einfließen zu lassen, und zwar genau in der Geschwindigkeit und in dem Maße, wie es gut für sie ist. Und von nun an stellen sie sich immer wieder vor, um wie viel besser ihr Leben sein wird, weil sie jetzt voller Selbstvertrauen sind. Weil sie jetzt die Einschränkungen, die ihnen ihre alten Denkmuster auferlegt haben, überwinden, eröffnen sich ihnen überall neue Möglichkeiten. Wie würden sie sich verhalten, wenn sie wüssten, dass ihnen alles gelingt? Wir geben ihrem Unbewussten jetzt die Anweisung, das alte Programm ihres Denkens und Handelns zu überschreiben und so aus ihnen eine selbstbewusstere und zuversichtlichere Person zu machen, die in vollkommener Harmonie mit sich selbst ist. Denken Sie jetzt an Menschen, die Sie für besonders selbstbewusst halten. Wie sieht Ihre Körperhaltung aus? Auf welche Art und Weise sitzen Sie, stehen Sie, atmen oder lächeln Sie? Wie sprechen Sie? Wie klingen Ihre Stimmen? Welche Worte benutzen Sie? Und jetzt schlüpfen Sie in Gedanken in eine dieser Personen hinein. Sehen Sie durch ihre Augen, hören Sie mit ihren Ohren und fühlen Sie ihr Selbstvertrauen. Nehmen Sie sich jetzt etwas von diesem Selbstvertrauen. Sie werden sich in Zukunft genauso gut fühlen und Sie werden genauso zuversichtlich handeln. Ihr Verhalten und Ihre Ausstrahlung werden in dem Maße selbstbewusster wirken, in dem sich auch Ihre Sprache entwickelt. Die Worte, die Sie benutzen, der Klang Ihrer Stimme, alles wird beeinflusst durch die neuen und positiven Bilder und Gedanken, die Sie durch den kreativen Teil Ihres Bewusstseins von nun an zu jeder Stunde, an jedem Tage erleben. Früher, als Sie noch ein Baby waren, immer haben wieder Sie sich entlang unserem Leben Risiken ausgesetzt, bis Sie stehen und laufen, und weil konnten, Sie das von nun Dinge an akzeptieren, verlieren Sie dahin gelangen Schrecken, wo Sie hin wollen. Sie können sie immer besser einschätzen. Als Sie dann älter wurden, konnten Sie wissen, ganz dass Sie diese nicht vermeiden können, bewegen, aber Dinge lernen immer besser. Es erschien ihnen dann ganz selbstverständlich. Manchmal müssen wir uns selbst an die grundlegenden Wahrheiten des Lebens erinnern. Um diese verstehen zu können, Risiken vermeiden, erst lesen und schreiben lernen. Wir können lernen, zu akzeptieren, dass es sie gibt, ohne darüber nachzudenken. Das macht es uns viel leichter, mit ihnen umzugehen. Und jetzt haben sie lange genug darum gekämpft, hilft ihnen dabei, immer besser zu fühlen. Jetzt, was für sie am besten einfach auf sich zukommen. Und so wird es immer einfacher für sie, das Richtige zu tun, als sie gehen gelernt haben. Es ist wie bei einem Muskel bewegen, je häufiger Sie ihn benutzen, umso stärker wird er. Genauso wie Sie lesen und schreiben, je mehr Sie sich auf all das Positive Ihres Innen konzentrieren, sicher sein, umso stärker wird Ihr Selbstvertrauen klarer an jedem und einfacher für Sie. Denn Sie wissen und Sie fühlen, dass Sie Ihren Gefühlen und sich selbst jederzeit vertrauen können, und so können sie ihr Leben immer freier gestalten.
und weil sie jetzt auch deutlicher wahrnehmen, wie viel Zuneigung und Respekt ihnen die Menschen entgegenbringen, trauen sie sich, anderen Menschen die gleichen Gefühle zu zeigen. Sie können das jetzt genießen und entdecken dabei neue, aufregende und angenehmere Wege, ihre Arbeit zu erledigen, Spaß zu haben und ihr Leben in vollen Zügen zu genießen. Denken Sie nun an jemanden, der Sie liebt oder sehr schätzt. Erinnern Sie sich, wie dieser Mensch aussieht. Und stellen Sie sich vor, dass er jetzt direkt vor Ihnen steht. Treten Sie vorsichtig aus Ihrem Körper heraus und schlüpfen Sie in den Körper des Menschen, der Sie liebt. Sehen Sie mit seinen Augen, hören Sie mit seinen Ohren und fühlen Sie seine Liebe und seine guten Gedanken, während Sie sich mit seinen Augen betrachten. Nehmen Sie jetzt ganz genau wahr, was er an Ihnen liebt und schätzt. Erkennen und akzeptieren Sie ruhig diese erstaunlichen Qualitäten, die Sie selbst bisher vielleicht noch gar nicht an sich wahrgenommen haben. Und wenn Sie in Zukunft über sich nachdenken, werden Sie genauso positiv über sich denken wie dieser andere Mensch. Gleiten Sie jetzt wieder hinüber in Ihren eigenen Körper und nehmen Sie sich einen Moment Zeit, diese wunderbaren Gefühle zu genießen, sich klar zu werden, dass Sie geliebt und geschätzt werden, genauso wie Sie sind. Ich möchte jetzt, wenn das sich Ihr Unbewusstes lernen, auf die Suche begibt, schaffen wir es für gewöhnlich an Situationen erinnert, wackeln, in denen Sie wirklich glücken manchmal um, steigen Sie wieder auf sich und versuchen dabei in Ihrem Körper vorgegangen ist. Und jedes Mal, wie Ihre Nerven können wir und Hormone zusammengewirkt besser haben und wie gut Sie sich gefühlt haben. Das alles ist Teil des andauernden Lernprozesses. Kann dieses schöne Gefühl immer öfter in Ihnen auslösen, schaffen wir es, sodass sich in Ihnen eine ganz selbstverständliche und positive dann immer längere entwickelt, ganz ohne Hilfe zu leben, verändert. Sie werden feststellen, dass Sie sich von nun an mit jedem Tag immer fröhlicher und ausgeglichener fühlen. Ganz automatisch genießen Sie die Schönheit und die Freude eines jeden Moments. Stellen Sie sich jetzt bitte vor, Sie selbst stünden vor sich, ein kleines bisschen selbstsicherer, als Sie sich bisher gefühlt haben. Schlüpfen Sie jetzt in dieses selbstsicherere Ich hinein. Sehen Sie mit seinen Augen, hören Sie mit seinen Ohren und erleben Sie dabei die Gefühle Ihres stärkeren, selbstsichereren Ichs. Und jetzt stellen Sie sich vor, dass vor Ihnen ein noch selbstsichereres Ich steht. Dieses Ich wirkt ein bisschen größer. Und aus seinen Augen blitzt ein noch größeres Selbstvertrauen und es strahlt ein ganz besonderes Charisma aus. Gleiten Sie jetzt in dieses noch selbstbewusstere Ich und stellen Sie fest, dass dann vor Ihnen ein außerordentlich selbstbewusstes Ich steht, mit noch mehr Leidenschaft, Tatkraft, Gelassenheit und Ruhe. Gleiten Sie jetzt in dieses noch selbstbewusstere Ich und spüren Sie, wie gut Sie sich dabei fühlen.
denken Sie jetzt an eine Situation, in der Sie selbst einmal besonders viel Selbstvertrauen gebraucht haben, und stellen Sie sich vor, diese Situation ist jetzt eingetreten und alles hat sich so entwickelt, wie Sie es sich gewünscht haben. Stellen Sie sich vor, was Sie dann sehen. Hören Sie, was dann geschieht, und erleben Sie dann, wie gut Sie sich fühlen. Und jetzt stellen Sie sich bitte vor, wie Sie von nun an mit neuen Herausforderungen umgehen. Und egal was geschieht, Sie werden diese wunderbar meistern mit Ihrem neuen, kreativen Selbst. Sie können jederzeit jedes Ihrer Probleme lösen. Ihr Verstand entwickelt kreative, neue Möglichkeiten für Sie, Hindernisse zu überwinden. Sie erleben sich jetzt als eine starke und durchsetzungsfähige Persönlichkeit. Sie genießen es, neue Herausforderungen anzunehmen. Sie erkennen, dass Sie Erfahrungen sammeln, die Sie stärker und kreativer machen. Und Sie spüren, dass sich Ihre Bemühungen auszahlen. Und immer wenn Sie bemerken, dass Sie ängstlich sind und sich klein machen, denken Sie daran, dass Sie doch das Beste für sich erreichen wollen und wie stark Ihr Wunsch ist, sich zu ändern, sich weiterzuentwickeln. Machen Sie sich dann Mut und sprechen Sie mit sich in einem einfühlsamen, aufbauenden Tonfall. Sie wissen, Sie schaffen es. Überraschen Sie sich selbst mit neuem Mut. Vertrauen Sie sich. Fühlen Sie, wie Ihr Selbstvertrauen wächst und wächst. Stellen Sie sich vor, Sie schauen jetzt in einen Spiegel und Sie können Ihr Spiegelbild ganz und gar akzeptieren, es sogar liebevoll betrachten. Sie möchten sich immer noch verändern, aber dennoch mögen Sie sich so, wie Sie sind. Denn Sie lieben und akzeptieren sich immer mehr. Lassen Sie dieses Gefühl jetzt in sich wachsen, während Sie sich selbst liebevolle Gefühle schenken. Ihr Verstand konzentriert sich jetzt ganz selbstverständlich auf alles Positive und Sie werden immer durchsetzungsfähiger und kreativer. Und Sie spüren, wie wohl Sie sich in sich selbst fühlen, so viel besser als zuvor. Und es ist auch nicht so wichtig, ob Sie sich jetzt jeden Tag immer ein bisschen wohler fühlen, denn Ihre Empfindungen entwickeln sich genauso schnell, wie es gut für Sie ist. Stellen Sie sich jetzt einmal vor, wie Ihr Leben verlaufen würde, wenn Sie sich vollkommen wohl in sich selbst fühlen würden. Wie würde Ihre Körperhaltung aussehen? Wie würde Ihre Stimme klingen? Was würden Sie über sich selbst denken und darüber, was Sie erreichen können? Mehr und mehr spüren Sie positive Gefühle in Ihnen wachsen und wachsen. Sie sind voller Selbstvertrauen und in Harmonie mit sich selbst. Genießen Sie dieses Gefühl von Selbstvertrauen, Stärke und Wohlbehagen hinter Ihren Augen. Als Kind hat wohl jeder die Geschichte vom hässlichen Entlein gehört. Das glaubte nicht gut genug zu sein. Selbstachtung stand. Alle anderen waren schöner. Sie fühlen, dass sie sich selbst lieben und akzeptieren. Eines Tages, als es ein wenig größer geworden war, immer positiver,
dass es und sich von einer inneren Stärke getragen. Und es war überrascht, sie was denken, für einen optimistischen Schwan und mit er auf dem Wasser schmiedrang über die Zukunft. Wer ist das? Sie sind ein wunderbarer Mensch. Wie schön. Wie stark. Sie haben ihre ganz wie eigenen, imposant. Einzigartigen Fähigkeiten. Und dann erst wurde ihm ihr klar, Selbstvertrauen wächst bin ja ich. Und wächst. Nachdem sie nun wissen, was sie wollen, wird ihr Verstand seine ganze Kreativität nutzen, um Wege zu finden, ihre Ziele zu erreichen. Er aktiviert alle ihre Fähigkeiten, koordiniert sie und setzt Schwerpunkte. Dabei erkennt er mögliche Hindernisse und kann sie deshalb rechtzeitig aus dem Weg räumen. Sie sammeln neue Erfahrungen. Sie verändern sich kontinuierlich, um immer selbstverständlicher ihren eigenen Weg zu finden. Es ist wie bei dem Navigationscomputer im Flugzeug, der ständig Signale aussendet und empfängt und bei Veränderungen, zum Beispiel durch Gegenwind, seinen Kurs ganz automatisch korrigiert und sicher zu seinem Ziel findet. An jedem Tag verspüren Sie von nun an das Verlangen, etwas Sinnvolles zu tun. Jeden Wunsch erfüllen. Jeden Tag denken Sie darüber nach, was Sie erreichen möchten, abzuholen. Denken an Ihre großen Ziele. Wo steht dieses Verlangen in Ihrem Körper? Tun Sie etwas mehr, wie breitet es sich in Ihrem ganzen Körper aus? Sie erleben jeden einzelnen Tag, jeden Atemzug als ein Kunstwerk, das sich vor Ihnen und in Ihnen entfaltet, und Sie genießen die einzigartige Schönheit eines jeden Augenblicks. Ich möchte, dass Sie jetzt vor Ihrem inneren Auge einen Film ablaufen lassen, der in der Zukunft spielt und in dem Sie selbst die Hauptrolle spielen, und indem Sie sich äußerst selbstbewusst und erfolgreich präsentieren. Konzentrieren Sie sich auf jedes Detail, das Sie sehen. Wie präsentiert sich Ihr zukünftiges Ich? Welchen Gesichtsausdruck hat es? Wie aufrecht ist seine Körperhaltung? Wie viel Feuer blitzt aus Ihren Augen? Während dieser Film vor Ihrem inneren Auge abläuft, sehen Sie viele Erfolgsmomente aus Ihrer Vergangenheit und auch Erfolgsmomente, die Sie noch gar nicht erlebt haben. Wenn Sie dazu bereit sind, möchte ich, dass Sie sich von Ihrem Logenplatz erheben und sich hineingleiten lassen in dieses erfolgreiche Ich, das auf der Leinwand zu sehen ist. Sehen Sie dann mit seinen Augen, hören Sie mit seinen Ohren und erleben Sie die Gefühle Ihres erfolgreichen Ich. Lassen Sie dabei die Farben immer leuchtender hervortreten. Drehen Sie den Sound lauter und öffnen Sie sich noch mehr für die starken Gefühle, die dieser Film in Ihnen auslöst. Das verstärkt Ihren Glauben an Ihre eigene Fähigkeit, erfolgreich zu sein. In der Vergangenheit haben sich Ihre unbewussten Wünsche als ganz starke Gefühle bemerkbar gemacht, die Sie unruhig werden ließen, die Sie verunsichert haben, weil Sie sich unter Druck gesetzt fühlten. Sie können Ihre positiven Wünsche und Ziele aber viel leichter erreichen, ohne ein solches Durcheinander ihrer Gefühle. Da sich ihre Gefühle von nun an ständig neu an ihre Lebenssituationen anpassen und sich dabei verändern, fällt es ihnen immer leichter, ihre wirklichen Bedürfnisse zu erkennen und sich von ihnen leiten zu lassen, ihnen zu vertrauen. Und sie fühlen,
wie sie deshalb immer gelassener werden, stärker und von nun an meistern sie jede Situation in ihrem Leben mit Leichtigkeit. Lassen Sie Ihrer Fantasie ruhig einmal freien Lauf. Stellen Sie sich vor, dass die Zeit vorangeschritten ist und ein Jahr ist vergangen, das erfolgreichste Jahr Ihres Lebens. Malen Sie sich aus, warum es so erfolgreich gewesen ist. Was ist in Ihrem Privatleben geschehen? Was in Ihrem Beruf? Wie gesund haben Sie sich gefühlt? Wie haben sich Ihre Beziehungen entwickelt? Stellen Sie sich all die Dinge vor, die Ihr Leben so erfolgreich gemacht haben. Und jetzt stellen Sie sich einen Tag vor, einen optimalen Tag, und lassen Sie ihn wie einen Film vor Ihrem inneren Auge ablaufen. Genießen Sie, wie entspannt der Tag beginnt. Welchen Menschen begegnen Sie? Wie reagieren diese auf Sie? Wohin gehen Sie an diesem Tag? Welche Aufgaben erledigen Sie? Nehmen Sie sich einen Moment Zeit, das alles auf sich wirken zu lassen. Ihren Einfallsreichtum. Genießen Sie Ihre positiven Fantasien. Betrachten Sie alles ruhig ganz detailliert. Hören Sie, was Sie hören, und spüren Sie, wie gut sich alles anfühlt. Es ist wichtig, Ihr Verstand etwas noch vollkommen klar, wohin Sie dieser Prozess der Veränderung führt. Egal was geschieht. Egal in welcher Situation Sie sich befinden, dass Menschen es gar nicht bewusst genau, dass sie sich wie nur auf ihre Atmung zu konzentrieren brauchen, auf dieses gleichmäßige Vollkommen in Ordnung, denn ihr Selbstvertrauen und Körperströmen wächst in ihnen und aus jedem Atemzug, den die Ruhe bringt, und sie fühlen sich immer wohler in sich selbst. Sind voll positiver Klarheit, neue Wege zu finden. Sie spüren, wie der Wunsch, ihre Ziele zu erreichen, in ihnen wächst und wächst. Erinnern Sie sich jetzt einmal an einen Zeitpunkt, an dem Sie vor Energie nur so sprühten. Einen Moment, in dem Sie eine richtige Entscheidung getroffen und etwas in Ihrem Leben verändert haben. Konzentrieren Sie sich jetzt ganz fest auf diesen Moment. Sehen Sie, was Sie damals sahen. Hören Sie, was Sie damals hörten. Und spüren Sie, wie blendend es Ihnen damals ging. Und jetzt stellen Sie sich vor, um wie viel besser Ihr Leben verlaufen würde, wenn Sie heute genauso motiviert und fest entschlossen handeln würden. Entdecken Sie, wie gut es Ihnen geht, wenn Sie über all das Selbstvertrauen, die Durchsetzungsfähigkeit, die Zielstrebigkeit und die Entschlossenheit verfügen, die überhaupt nur vorstellbar sind. Lassen Sie dabei die Farben in den Bildern immer intensiver strahlen, die Töne kräftiger und klarer klingen. Die Gefühle in Ihnen werden immer stärker. Denken Sie jetzt an eine Aufgabe, die Sie besonders erfolgreich meistern wollen. Stellen Sie sich vor, dass alles ganz problemlos abläuft, genauso wie Sie es wollen. Schauen Sie genau hin. Was sehen Sie? Was hören Sie? Und was erleben Sie? Wie gut fühlen Sie sich, wenn Sie aktiv sind und Ihre Ziele erreichen? Wenn Sie sich jetzt Ihre Zukunft vorstellen, erkennt Ihr Verstand die Richtung, in die Ihre Zeitachse zeigt.
malen sie jetzt vor ihrem inneren Auge leuchtende Bilder von sich selbst, auf welche Weise sie ihre Ziele erreichen. Betrachten sie die Bilder ihrer zukünftigen Erfolge, die sich entlang ihrer persönlichen Zeitleiste aneinanderreihen, ganz genau. Lassen sie sie größer werden, strahlender und immer realistischer. Lassen Sie sich in jedes einzelne Bild Ihrer Erfolge entlang Ihrer Zeitleiste hineingleiten und erleben Sie sich auf der Straße des Erfolges. Manchmal, bevor wir auf Reisen gehen, schauen wir auf eine Landkarte, um zu sehen, wo unser Ziel liegt. Ich möchte jetzt, dass Sie den bewussten Teil Ihres Verstandes klar machen, was für ein wundervolles Leben Sie von nun an leben werden. Und wenn Sie sich diese Erfolgsbilder entlang Ihrer Zeitleiste jetzt regelmäßig anschauen, werden Sie daraus immer größere Motivation schöpfen, um Ihre Ziele zu erreichen. Und Sie wissen dann, Ihre Zukunft wird schön sein. Es ist wichtig, wachsam zu sein. Es ist aber genauso wichtig, immer wieder zu entspannen. Und Sie fordern jetzt Ihr Unbewusstes auf, Ihnen deutliche Signale zu geben, wenn es sicher und sinnvoll ist, zu entspannen. Sie werden dann jedes Mal fühlen, wie sich Ihre Muskeln sanft und angenehm zu lösen beginnen, und Sie folgen dann automatisch diesem Gefühl. Und Sie können loslassen und innere Ruhe finden. Wann immer Ihr Körper Ihnen von nun an signalisiert, dass Sie entspannen können und dürfen, entspannen Sie ganz selbstverständlich und automatisch so tief, wie Sie es gerade benötigen. Auch nachdem Sie aufgewacht sind, wird dieses neue Programm in Ihrem Unbewussten weiterarbeiten und Sie können ganz entspannt erwachen, voller Energie. Denn Sie wissen, Ihr Körper und Ihr Unbewusstes führen Sie auf einen guten Weg. Bevor Sie gleich wieder aufwachen, möchte ich, dass Sie noch einmal jeden wundervollen Gedanken, den Sie je über sich gedacht haben, intensiv verstärken. Und jeder einzelne wird dabei ganz fest in Ihrem Unbewussten verankert. Und wenn Sie gleich aufwachen, fühlen Sie sich vollkommen ausgeruht und haben den Wunsch, aktiv zu sein. Und das erfüllt Sie mit Neugier und Freude. Wir wissen, dass wir jederzeit Tagträume haben können. Wir wissen, dass wir alle immer wieder einschlafen können und wir wachen immer wieder auf. Und obwohl wir nicht genau wissen, wie wir aufwachen, geschieht es immer wieder ganz automatisch. Und wenn ich jetzt rückwärts zähle, werden Sie wieder aufwachen, erfrischt und voll Tatkraft, aber auch ruhig und voll Selbstvertrauen. 10, 9, 8. Ihre Gedanken kehren mehr und mehr zurück ins Hier und Jetzt. 7, 6, 5, 4. Es kann sein, dass Sie sich strecken und recken mögen, während Sie wieder ganz aufwachen. 3, 2, 1. Sie sind jetzt wach, ganz entspannt und voll Selbstvertrauen.